Jo Leute, willkommen zurück zu Bloons Tower Defense 5. Leider ohne Multiplayer, denn ich habe wieder keinen gefunden. Also es spielen relativ wenig Leute scheinbar über Steam Bloons. Deswegen spielen wir einfach mal so. Und ich kann es nur jedem anbieten, wer mal mitspielen möchte, der kann das gerne tun. Ich versuch's einfach. Nee, hab ich natürlich nicht. Schade. Dann ist es, glaube ich, Mörserturm, was ich noch als Dings habe. Egal. So. Schauen wir mal nach, was wir so hinkriegen. Ich habe es ewig nicht gespielt, muss ich ehrlich gestehen. Und ich muss sagen, es hat mich überrascht, als ich jetzt gerade mal auf die Zeit geachtet habe, die ich in Bloons reingesteckt habe. Es sind wirklich schon, ist schon dreistellig. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich schon so viel Bloons gespielt habe in meinem Leben. So, zack. Ich mag die Affenmagier. Die Affenmagier sind super. So. Okay. Wir spielen im Übrigen nicht auf Platzkonzert, wir spielen hier wieder mal nur auf schwer, weil ich erstens eine gechillte Runde haben wollte und sowas halt nicht passieren sollte und weil ich hier die Goldmedaille brauche, damit ich mal die Meisterschaften alle wieder voll kriege. So. Zack. Die Runde müsste ich jetzt noch, glaube ich, so schaffen. Und dann dürfte ich eigentlich schon genug Kohle haben. Nee, habe ich nicht. Jetzt aber. So, jetzt ist egal. Jetzt ist egal. So, was egal. Affendorf, ja, ich werde es wahrscheinlich mal nicht benutzen, weil ich es jetzt umsonst habe und auf Gold, also auf schwer, ist das jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben, wenn ich jetzt auch noch das Affendorf für umsonst setzen würde. Dann hat es ja gar keinen Nährwert mehr. Zack, und zack, und zack, vergesst es, ihr entkommt mir nicht. So. Rückwärts machen wir im Übrigen gerade mit. Also das ist rückwärts. Ich glaube, die Map habe ich schon das eine oder andere Mal gezeigt, deswegen sollte es aufgefallen sein. Versuchen wir es. Ja, danke. Ich wusste es. Schnelles Nachladen. Und dich. Dann kann ich den ja eigentlich schon verkaufen. Aber mit dem Mörser klappt das auf jeden Fall. Zack. Zack, 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 zack. Ich find's schön. Die Mörser sind super. Flammend heißes Zeug. Und sie sind günstig dadurch, dass ich ja den Unterschlupf von denen habe. So. Wobei ich immer wieder, wenn es gefragt wird, wenn mal die Frage aufkommt, welchen Unterschlupf man wirklich nehmen sollte. Ich kann nur einen empfehlen, also ich kann es wirklich nur empfehlen, mit einem zu starten. Das ist der Affenmagier-Turm. Also der ist meiner Meinung nach der stärkste, weil die Affenmagier kann man sich relativ frühzeitig schon direkt als erste holen. Man muss also nicht allzu viele Runden spielen, damit man den Affenlehrling direkt bauen kann. Wenn man am Anfang ja wirklich nur den Wurfpfeilaffen spielen kann, wirklich zum Start einer Runde hin. Finde ich persönlich die sinnvollste Entscheidung. Wer wirklich sicher sein möchte, also wer wirklich sicher sein möchte, dass es die ganze Zeit was bringt, der ist überraschenderweise mit den Wurfpfeilaffen, dem Wurfpfeilaffen-Unterschlupf, ist wirklich am besten beraten. Also es gibt, glaube ich, kein Affen, der so günstig so viel reißt. Also wirklich so viel reißt. So. Und im Übrigen brauche ich
brauche ich einen, der Camus aufdeckt. Von den Mörsern. Und zwar setze ich den da ein. Heißes Zeug. Und dann den. Und dann den. Und irgendeiner hat das heiße Zeug nicht da. Verkaufen wir den. Dann kann ich mir noch einen zweiten davon leisten. Der Signalgeber hat dann. So, erhöht die Trefferrate. Und am besten gleich auch die größere Explosion. So. Du und du. Du. Und nochmal sowas wie gerade mit den Camos möchte ich nicht erleben. Deswegen einmal so. Da haben wir es. Ach, setzen wir den mal so dahin. Also ich muss bei, bei schwer muss ich jetzt nicht unbedingt so extrem drauf achten, dass alle richtig sitzen. Weil es ist nicht so entscheidend. Das Placement hier. Denn hier ist wirklich entscheidend, dass die ersten paar Runden halbwegs gut über die Bühne gehen. Dass man nicht irgendeinen Scheiß macht, so wie ich gerne mal mache. Dass man eigentlich sicher spielt. Das mache ich ja unheimlich gerne auf Sicherheit spielen. Vor allem in Blooms. Okay, das dürfte schon fast reichen. Bis Moabs. Die blauen Moabs kriege ich damit down, würde ich sagen. Und mit dem, was ich jetzt hier habe, dürfte ich einen Moab down kriegen. Dieser zuckend. So. Kriege ich da oben noch einen hin? Nee, kriege ich nicht. Wow, dass der so weit kommt, hätte ich nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also, sagt uns das. Erst einmal was gegen Camus machen. Okay. Camo-Wellen sind böse. Camo-Wellen sind richtig böse, habe ich gerade gemerkt. Okay. So, jetzt haben wir 8 davon. Also erstmal verdoppelt. Verdoppelt. So, ich hätte gerne nämlich davon einen. Also da oben die 4, die sollen eigentlich so schnell wie möglich jetzt hier zu werden. Das macht schon einiges aus, dieser eine Schicht mehr. So. Ich will nicht sagen, ja, man hat es ja gesehen, hier ist er jetzt gekloppt und nicht hier. Aber, man sieht's. Aber man sieht deutliche Unterschiede danach. Wenn alle, ich glaube, auf 4-2 sind, dann ploppt der hier vorne. So. Ich glaube, der erste ist jetzt sogar gerade hier schon geploppt. Es geht immer nur um den ersten. Also, dass ich nicht den letzten damit hinkriege, das ist mir schon klar. Aber der erste, den müsste ich da hinkriegen. Scheiß Camus, ey. So, zack. Einmal groß. Und dann einmal den letzten noch. Das hat eine ganze Ecke gedauert. Also da war ich jetzt nicht so ganz zufrieden mit. Na, dann sag ich doch. Der erste ist da geplatzt, wo ich gesagt habe. Also so ungefähr. Da. Mit dem hier sollte es jetzt klappen. Okay. Jetzt gehen wir auf den hier. Dass mir die Camus erstmal nichts mehr anhaben können. Komm. Wehrt euch doch einfach gar nicht. Geht doch einfach direkt kaputt, ey.
Das wäre cool. Irgendein Viech haben, das direkt alles kaputt machen kann. Außer halt Superaffe. Also Superaffe ist so langweilig. Vor allem, wenn man weiß mit was. Also die Mörser mit dem Superaffen sind super OP. Das kann ich sagen. Das war ja mit der Turm-Challenge, dass ich mir zwei Türme aussuchen durfte und die dann hochziehen musste. Und egal welche Kombinationen, aber ich durfte halt nur zwei nehmen. Da war nachher das Rätsel zur Lösung, wirklich Mörserturm und Superaffe zu nehmen. Die beiden haben es dann wirklich gerissen. Also die haben es dann auch wirklich gerissen. Artillerie. Okay. Gut. Wir sind eigentlich im Moment relativ gut dabei, würde ich sagen. Ah, ich glaube, ich mache die beiden jetzt erstmal hoch auf 4-2. Und dann werde ich mal gucken, was ich mit dem Rest so mache. Ja, komm. Bums. Immer schön auf die Fresse. So, zack. Haben wir, oder? Welche Welle ist denn das eigentlich? Ah, 67. Ich hatte gehofft, wir sind schon höher. Wenn ich ehrlich bin. Wobei, das heißt natürlich auch mehr Kohle noch für mich, bevor die Zombies kommen. Wobei, es kommt, glaube ich, nur einer auf schwer. Einmal gucken. Kriegen wir hin. Auch den kriegen wir down. Auch den kriegen wir dann down. So. Haben wir. Dann machen wir mal den. Es kommt, glaube ich, noch eine Welle, die ganz extreme Kamos hat. Die hat dann Regenbogen Region Camo Bloons. Ne, die sind noch nicht mal das Regenbogen, die sind Keramik, glaube ich. Das ist irgendwie die 81. oder 82. Welle. Die ist richtig ätzend. Wenn man da nicht stark gegen Camos was hat, dann ist man richtig hart am Sack. So. Man muss halt dazu sagen, ich bin es gewöhnt, im Dorf zu spielen. Ich bin halt wirklich gewöhnt mit dem Dorf. Schön, dass das alles ein bisschen schneller abläuft. 15%. Dass ein bisschen mehr Angriffskraft überall drin steckt und all sowas. Also man merkt, wenn ich ohne Dorf spiele. Definitiv. So. Okay, und da haben wir es. Da haben wir es. Klatsch, kipp um. So. Was machen wir denn jetzt noch? Naja, erstmal Kohle ansparen. Weil im Moment, es läuft ja. Ich spare jetzt erstmal die Kohle, um dann drauf zu reagieren. Weil je nachdem, was halt gleich kommt, brauche ich halt unterschiedliche Sachen. So. Ja, okay. Das war jetzt nicht ganz so schön, aber es ging noch. Immer diese Zuckungen von denen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Schrecklich. Okay. Also so ein einzelner... Keine Chance. Ich glaube, da werden die Zombies... der Zombie vielleicht eine Chance haben. Alleine. Boah, jetzt geht die Mitte voll ab.
So. Ja, massenhaft bringt halt gar nichts. Also, so, wenn die so massenhaft kommen. Es ist überhaupt keine Gefahr für die Mörsertürme. So, jetzt bin ich gespannt. Also, wir brauchen mehr Bums. Boah, definitiv mehr Bums. Mehr Moab-Killer, ganz einfach. So, und jetzt mal kurz wieder ansparen. Dass ich vielleicht noch irgendwas gegen etwaige Kamos oder etwaige Massen habe. Weil die sind besser für Massenabfertigung. Auch wenn die hier meistens die höhere Killzahl erzielen, das liegt einfach daran, dass die mehr Schichten platzen können auf einmal. Aber die hier sind besser gegen Masse. So, da sind die Kamo Region Regenbogenbloons. Das habe ich komplett falsch umgesagt, aber ist egal. So, zack. Jo. Das hat doch mal gesessen. Okay. Wir setzen die jetzt mal auf Maximum. Und davon können wir jetzt auch zwei auf Maximum setzen. Und wenn ich Glück habe, sogar alle. Wenn ich genau passend gebaut. So, zack. Also einen auf jeden Fall noch. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich sogar noch den... Ne, krieg ich nicht. So. Erste Salve. Zweite Salve. Dritte Salve. Vierte Salve. Verdammte Scheiße. Geht kaputt. Geht kaputt. Geht kaputt. Jawohl. Jawohl. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass ich gleich den Superaffen rausholen muss. Beziehungsweise, dass ich hier unten den Superaffenangriff rausholen muss. Super, cool, habe ich geschafft. Leute, wenn es euch gefallen hat, like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Bloons Tower Defense 5. Ich hätte gerade beinahe die Flasche Wasser neben mir umgeworfen. Haut's rein, bis dahin. Ciao, ciao.